Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Drachenwacht. Ja, es geht wieder weiter. Hauptmann Delfino ist wieder in Amt und Würden. Viele haben es ja sicher mitbekommen. Ich habe mittlerweile eine neue Grafikkarte. Und seitdem rennt Minecraft wieder super flüssig. Das heißt, wenn ich privat spiele, ich zwischen 80 und 120 FPS. Und in den Aufnahmen 30 FPS Full HD überhaupt kein Problem. Vorher hatte ich weniger in 720p, da ich könnte sogar im 60 FPS aufnehmen. Aber 30 reicht eigentlich vollkommen aus. Aber auf jeden Fall das Wichtigste, es funktioniert wieder. Das heißt, es wird wieder regelmäßig Neues zu berichten geben von der Drachenwacht. Ja, freue mich auch schon wieder drauf, wieder Minecraft aufnehmen zu können. Jo, wir haben ja in der einer der letzten Folgen ja hier begonnen auszubauen. Das heißt, hier entsteht ja ein neues großes Verwaltungsgebäude, wo schon der untere Bereich zumindest, was die Außenmauern betrifft, soweit schon steht. Ganze soll er dann so noch ein Geschoss nach oben bekommen. Eventuell vielleicht auch im hinteren Bereich, vielleicht auch noch ein zweites Geschoss. Bin ich noch überlegen, wie groß ich das machen werde. Vom Baustil eben Mischung aus Sandstein und gefärbtem Lehm. Eben Hunskaber Bürgermeister hat eh gemeint, das passt recht gut zum esmeraldischen Baustil und so. Also denke auch. Habe mich auch ein bisschen angelehnt an den einen oder anderen Bau in Hunsgrab, um ein bisschen ein Gefühl zu kommen, wie man das bauen könnte. Ja, und da möchte ich gern weitermachen, beziehungsweise die zweite Baustelle, wo wir aktiv auch begonnen haben zum Bauen, wo ich auch schrittweise weiterbauen möchte, ist hier hinten bei am Marktplatz. Da stehen auch schon zwei Marktstände, wo ich schon angefangen habe zu bauen. Und hier hinten auch, wo geplant ist, sobald ich genug Eis habe, soll hier ein Kühlraum entstehen, wo die Leute quasi, wo dann Sachen eingekühlt werden können, irgendwelche verderblichen Waren und so, Fleisch, eventuell auch Gemüse, was schockgefroren wird, damit es etwas länger hält und die Vitamine nicht gleich verloren gehen. Da habe ich ein paar Bäume angepflanzt, ein paar Akazien, weil ich die verwendet habe für den Bau der Marktstände, weil mir eigentlich das Holz recht gut gefallen hat, speziell auch mit den Nägeln drinnen. Das passt eigentlich perfekt zum Marktstand und drüber dann halt in verschiedenen Farben angepasst möchte ich es auch machen, je nachdem was für Waren dann verkauft, wenn es die Farben in etwa auch dazu passen. Zum Beispiel hier ist grün, das heißt, da könnte man dann Wassermelonen, vielleicht Obst, anderes Gemüse verkaufen. Weiß, braun, ja, braun wäre zum Beispiel Kakao, könnte man, ich weiß nicht, Kekse oder irgend sowas verkaufen. Oder braun Brot würde auch gehen. Das habe ich eben vor und hier hinten möchte ich in den Berg hinein auch das eine oder andere Geschäft machen. Das heißt, Sachen, wo vielleicht ein Stand vielleicht nicht ausreichend ist, möchte ich im Geschäft machen. Zum Beispiel so einen kleinen, entweder eine Schmiede oder einen quasi Waffenladen. Das heißt, wo halt fertige Sachen schon verkauft werden können. Könnte ich mir vorstellen, dass in Hunsgrab gibt es ja die große Schmiede mit Verkaufsraum. Und da könnte man eventuell hier vielleicht auch, also doch schon, hier vielleicht auch so einen kleinen Laden, Außenstelle quasi reinbauen, wo die Leute dann auch direkt Sachen liefern können, an die Drachenwachten verkaufen können. Schadet sicher nichts. Ja, ich meine, bis jetzt stehen hier die zwei Marktstände,
hier der Brunnen in der Mitte, oder halt circa, man sieht eh hier, hier ist noch Platz, hier nach hinten. Da geht es dann quasi wieder raus aus dem Markt. Und ganz hinten, für die, die es auch noch nicht kennen, da, man sieht hier noch nicht viel. Ich kann es euch auch schon mal zeigen, da ist die dritte Baustelle, halt, das wird mit halt so ein Langzeitprojekt. Wir sollten uns mal schlafen legen. In der Wüste kommen immer relativ schnell die Monster, ich die Erfahrung gemacht. Ja, hier in dem Bereich soll ein Museum entstehen, quasi Dreiebenland-Museum. Weil sowas haben wir noch nicht. Und es war ja schon mal die Überlegung, nach dem ersten Drachenkampf ein Museum zu bauen. Und dann habe ich mir gedacht, ein Museum für einen Drachenkampf oder so ist nett, aber wieso nicht gleich was Größeres bauen, wo man verschiedene Sachen ausstellen kann aus dem Dreielbenland, vielleicht dann auch teilweise noch themenbezogen, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt eine Ausstellung macht, die sich zum Beispiel Hundsgrab widmet, oder eine Ausstellung, die sich der Hexenwacht widmet, wo man dann gewisse Sachen ausstellt, Ausrüstungsgegenstände, Bilder, was auch immer. Das wird hier hinten entstehen. Möchte ich so weit möglich mit Sandstein bauen, aber nicht den gelben, sondern den roten Sandstein, weil mir der eigentlich recht gut gefällt. War eine Überlegung, dass ich das mit dem roten Sandstein mache. Ich habe hier zwar viel normalen Sand gesammelt, aber den werde ich, glaube ich, eher dann drüben direkt in der Drachenwacht selber verwenden. Muss ich noch schauen. Weil quasi um so ein bisschen sich Akzent zu bekommen, wäre es doch ganz nett, hier mit dem roten Sandstein zu arbeiten. Heißt natürlich auch, wir müssen einige sammeln. Aber das gehört halt dazu. Also ich werde auch in einer der nächsten Folgen auch damit beschäftigt sein, einiges an Ressourcen zu sammeln. Das heißt, wir brauchen Sandstein, wir werden sicher den einen oder anderen gefärbten Lehm noch brauchen für das Verwaltungsgebäude. Wolle habe ich einiges auf Lager, weil da war ich im Bocksprung zu Besuch beim Dunedainisch. Da haben wir zusammen fleißig die Schafe geschoren. Da habe ich hier einiges schon an Wolle teilweise, und hier hinten dann noch mehr in dem professorischen Außenlager. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendeine der Kisten habe ich voll gefüllt. Nachdem ich jetzt eine Zeit lang selber nicht mehr auf der Drachenwacht, weil wenn ich privat gespielt habe, war es meistens so, dass ich immer unterwegs war. Unter anderem war ich eben Falkenstein, wo ich quasi mit dem Tomcat die eine oder andere Höhle aufgesucht habe. Schau ich nur. Aber ich weiß, ich habe irgendwo, dachte ich, irgendwo Wolle eingelagert. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, da doch, hier. Ganze Menge Wolle, allen möglichen Farben. Eben für die ganzen Marktstände, das heißt, da ist jetzt mehr als genug vorhanden für die nächsten Stände, Ausbauten und so weiter. Gefärbten Lehm, hier haben wir noch den können wir noch einfärben. Hier haben wir eine Menge Hellgrauen, ich glaube Rot oder Weiß. Haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Da habe ich Erde. Nö, da haben wir aktuell nicht wirklich viel. Aber habe ich nicht hier hinten irgendwo? Ich glaube, hier habe ich die Kiste.
Ah ja gut, doch, da haben wir noch ein bisschen roten, weißen, hellgrau, also da haben wir auch noch ein bisschen mit dem wir arbeiten können. Sandstein haben wir auch noch nicht ganz so viel, da könnten wir hinten noch von der anderen Baustelle, wo ich einiges, wie ich dort planiert habe, quasi für die Fläche, dann fürs Museum auch jede Menge Sand, die wir verwenden können. Und auch weiter hinten in die Richtung möchte ich eben, habe ich auch, glaube ich, schon mal angekündigt, wird eine Sandmine kommen, so eine Tagbaumine, wo ich mich halt langsam von oben nach unten runtergrab, die ich dann auch mit Schienennetz verbinden möchte, also was dann eben einerseits runtergeht, quasi in die Mine, wie man es halt in echt teilweise auch kennt, bei den großen Minen, wo runtergegraben wird, einfach Strecke runterlängen, damit man den Sand dann auch immer schön rauf befördern kann und eine Strecke hier zur Drachenwacht, wo ich dann mit der Drachenwacht selber auch noch einen Bahnhof abbauen möchte, von dem man dann auch weiter nach Hundsgrab fahren kann, beziehungsweise auch mal was Überlegungen waren, es ist dann etwas aufwendiger, eben nach Falkenstein, wo ich mit dem Tomcat auch schon geredet habe, dass wir uns da verbinden, beziehungsweise auch dann schauen zum Dune, Strecke hinlegen, oder wir machen es über Hundsgrab mit Umstieg. Da bin ich halt noch am Überlegen. So. Man sieht eh hier, war ich ja recht fleißig in der letzten Zeit. Ah, da ist noch unsere Brotkiste vom alten Feld. So, was brauchen wir hier eigentlich? Genau, Fußboden fehlt hier. Und die Zwischendecke. Da ist eben jetzt die Frage, was nehmen wir dafür? Ich weiß nicht mehr genau, was ich verwendet habe. Ich meine, wir könnten, weil hier haben wir zum Beispiel ja angefangen mit den Türen und auch hier mit Birke, dass wir die Zwischendecke aus Birke machen. Ist nur noch die Frage, haben wir da Holz dafür? Holz war gleich in einem der drüberen Kisten. Nein, das ist die Erdkiste. Ah ja, da haben wir Holz 28. Ist nicht mehr wirklich viel. Also das heißt, da kommen wir nicht wirklich weit. Wir haben auch gleich so nirgends mehr Holz eingelagert. Habe ich eigentlich noch so eine Monster-Drop-Kiste, genau, das habe ich hier, kann ich das Fleisch mal reingeben. Da haben wir teilweise auch Essen, das heißt, da habe ich auch die Eier rein. Wir haben noch einen einzelnen Bruchstein. Den können wir hier dazu schmeißen. Kies? Nein, war hier? Genau. Gleich mal ein bisschen Platz schaffen. So. Ich glaube, das würde ganz gut passen, sowohl für den Fußboden als auch für die Decke des Birkenholz zu nehmen. Das ist gleich auch ein gewisser Kontrast zum Sandstein. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Ich bin am Überlegen, wenn ich es hier, normal mache ich es immer hier, die so, nicht dahin. Genau so ansetze, dann sind zwar innen die Verzierungen, sieht man halt dann nicht mehr, aber ich glaube, das stört nicht. Ist eh eher, dass man die halt außen gut sieht. Beziehungsweise könnte man auch, was ich da jetzt ja auch gerne mache, sich außen eine, was wollte ich sagen, Stufen verwende, also die Treppen quasi verkehrte zum Ansetzen. Dann stört das, glaube ich, auch nicht so, dass da die Figuren so halb verdeckt sind, weil dann sieht man das gar nicht. Ah ja, Fackeln habe ich auch schon gesetzt und auch schon wieder auch ein bisschen herumprobiert. Und ich finde, so mit den Bilderrahmen schauen die ganz gut aus, wenn man das so baut. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass die nicht einfach nur so an der Wand hängen, sondern wirklich, dass das wirklich auch ein bisschen eine Zierde dabei hat.
Ja, das ist einiges zu tun. Datendrang ist relativ groß. Weiterzumachen. Aber damit wir was tun können, wobei ich habe hier sogar Birkenholz, aber eine Axt brauchen wir. Ah, da habe ich auch noch eine Kiste, möchte ich kurz reinschauen, was da eigentlich noch drinnen liegt. Ah, da haben wir noch so Reste von Sand, Sandstein. Wir brauchen Werkzeuge. Ah, okay, da ist mein altes Inventar aus der Endertruhe. Genau, das habe ich ja ausgelagert. Nachdem ich das letzte Mal unterwegs war mit dem Tomcat. Da haben wir einiges rausgeholt. Namensschilder, Sattel und so weiter. Habe ich hier irgendwas noch, was ich direkt brauchen könnte? Aktuell nicht. Und es wird schon wieder finster. So, sollen wir uns eine Axt aus Diamanten machen? Oder warten wir da lieber? Überlegen. Ah, ich glaube, ich warte noch, bis ich Level 30 habe. Dann könnte ich nämlich eine verzaubern gehen. Ich hatte doch hier in... Wo ist die Kiste? Genau, da habe ich ja auch jede Menge Eisen. Schienen habe ich auch schon eine Menge für die zukünftigen... Für die Bahnstrecke und so weiter. Ah ja, genau, Glowstone hätten wir auch, falls wir vielleicht irgendwo Deckenbeleuchtung machen wollen. So. Haben wir mal ein paar... Eine Axt zumindest. Dann können wir nämlich ein paar Birken fällen gehen. Ich habe da eben auf meiner Baumfarm, quasi in meinem Mischwald, habe ich zuletzt noch relativ viele Birken angepflanzt. Das heißt, da können wir uns einiges an Holz holen. Ah ja, wenn ihr noch Ideen, Vorschläge habt, was man tun könnte... Wenn euch noch irgendwas einfällt, das muss unbedingt noch auf die Drachenwacht. Beziehungsweise sonstige Ideen noch habt, was man in der Drachenwacht oder Umgebung, was man da noch machen, tun, bauen könnte, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wald muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da manchmal auch untertags finstere Gestalten rauskommen können. Wäre nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Skelett angreift oder ein Creeper vorbeikommt. Was gibt sonst noch zu sagen? Ah ja, genau, nachdem natürlich Minecraft wieder weitergeht auf der Drachenwacht, möchte ich auch wieder die Insel weitermachen bzw. zu einem Abschluss bekommen. Weil die kann ich ja jetzt auch, nachdem die Performance wieder passt und ich nicht Angst haben muss, dass ich aufgrund irgendeines Hängers plötzlich von einem Creeper weggesprengt werde oder so. Kann ich natürlich dort auch wieder weitermachen. Also da wird es auch wieder Folgen geben. Bin noch am Überlegen, wie ich das Ganze mache. Eine Überlegung ist, dass ich es abwechselnd mache. Zum Beispiel einmal Drachenwacht, einmal Insel, einmal Drachenwacht, einmal Insel. So ein Wechsel quasi. Und aber dass ich so machen werde, dass ich quasi Montag bis Freitag Folgen bringe. Und Wochenende weiß ich noch nicht, dass ich das Wochenende eventuell freilasse, um dann eben mehr Zeit zum Aufnehmen zu haben, beziehungsweise andere Projekte bringen zu können. Das ist gleich auch gut.
wenn man am Anfang sich, wenn ich mal schrittweise das wieder voranbringe. Und ich denke mal, Montag bis Freitag ist ganz gut. Und wer unter der Woche keine Zeit zum Schauen hat, hat dann eben, kann dann eben am Wochenende in Ruhe schauen, muss nicht Angst haben, dass dann schon wieder die nächsten Folgen kommen. Von der Länge her werde ich so wie gehabt machen, 20 bis 25, 30 Minuten maximal. Außer ihr sagt, ihr wollt längere Folgen sehen, kann ich es natürlich auch länger machen. Aber ich denke mal, wenn mehrere Folgen die Woche kommen, sollte es nicht, also nicht länger sein. Ja, wir sind jetzt eh gerade bei 20 Minuten. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, freue mich, dass ihr auf weiterhin dabei seid, auch auf meinem Kanal dabei seid. Wir sind gleich zuletzt auf 190 Abonnenten. Also fehlt nicht mehr viel auf die 200. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!